Um das ganz zu verstehen, muss man sich natürlich dann mit der Lehre befassen. Das hat auch mit Tetragrammaton zu tun und so weiter. Tja, dann haben wir noch die sogenannten Knickpyramiden, nicht wahr? Da kann man sagen, das waren Bauversuche von Pyramiden, lange nach der Cheops. Also da kann man dann wirklich vermuten oder auch aussagen, das war einige Jahrtausende vor Christi. Da wollte man eben den Bau der Cheops nachahmen, aber man hat schnell erkannt, dass das gar nicht geht. Da komme ich jetzt gleich mal im Detail dazu. Und die Fundamente waren auch zum Beispiel sehr schlecht gesetzt. Da knickte dann die Pyramide buchstäblich weg. Man versuchte auch, und durch dieses Knickverfahren, trotz allem eine größere Höhe zu bekommen. Das ist alles misslungen. Das ist eine Erklärung für die Knickpyramiden. Und nun kommen wir mal zu dem wichtigen Thema, dass ein Pyramidenbau durch Menschenhand absolut unmöglich war. Und mal sehen, ob ihr da meiner Meinung seid. Es ist ja natürlich rätselhaft auf der ganzen Welt, Pyramiden, wo kommen sie her und so weiter, gibt es tonnenweise Bücher. Und da fragt man sich zunächst einmal, wenn das so von Menschenhand geschaffen worden sein soll, in einer Zeit, wo ja doch, sagen wir mal, die technischen Mittel doch nicht angeblich so waren wie heute, wenn wir einige tausend vor Christi annehmen, dann fragt man sich unter anderem, wo ist der ganze Bauschutt geblieben? Also müsste man ja zumindest auf Luftbildern Spuren erkennen von diesen gewaltigen Steinmengen, die ab- und angebaut wurden, die transportiert wurden. Ja, da ist nichts zu sehen. Wir haben Luftaufnahmen davon. Da sieht eigentlich alles ganz geregelt aus, so um die Pyramide herum. Wollen wir mal sehen, ob wir vielleicht das belegen können, dass die Pyramide hätte gar nicht gebaut werden können, einige tausend Jahre vor Christi. Alles per Hand, ohne Bauplan sozusagen, wie man ja behauptet. Ohne Plan geht sowas erstmal gar nicht. Da bräuchte man hochpräzise Messwerkzeuge, meine Lieben. Das sind Markierungen, die sind ja nicht in einem Tag geschaffen worden. Luftaufnahmen zeigen das ganz interessant. Also jeder professionelle Architekt und Baumeister wird sagen, das ist technische Hochleistung. Ja. Ohne hochtechnisierte Baukunst, wie soll das gehen? Es würde auch, obwohl immer behauptet wird, wir können auch die Pyramide bauen. Guck mal in Las Vegas und woanders, wo es diese Pyramiden gibt. Bau mal die Cheops nach. Dann sprechen wir weiter. Dann reden wir weiter. Bau mal genau die Cheops nach. Sollte mal einer kommen und sagen, also ich beweise euch jetzt, die Cheops, die wurde erst ein paar tausend Jahre vor Christi gebaut und die wurde so und so gebaut. Ich meine jetzt, meine Lieben, wichtig, bau sie nach mit den Mitteln, von denen du glaubst, dass sie damals gebaut wurde. Das möchte ich mal sehen, wer das schafft. Und dann kann ich sagen, gut, bau sie mit den heutigen Mitteln. Das will ich auch mal sehen, wie du das hinkriegst. Ja? Also, das kann so nicht erklärt werden. Wir haben ja die bekanntesten Pyramiden von Gizeh, und dann haben wir auch andere noch, Bosnien. Und ja, die werden manchmal als Erdhügel in Pyramidenform bezeichnet, von den Geologen, ja? Wir haben auch in China Pyramiden, ja? 100 Pyramiden, unterschiedliche Größe. Ein wahres Netz von Pyramiden, meine Lieben, an fünfstelliger Zahl vielleicht. Südamerika, Ägypten, Bosnien, südostasiatischer Raum und so weiter. Pyramiden unter Wasser, wie in Japan von Geologen tatsächlich behauptet wird. Ja, meine Lieben, ihr habt recht, liebe Geologen. Ja? Andere sagen, nein, das sind natürliche Gesteinsformationen. Ja. Irgendwann später, wenn diese ganze Welt in Schutt und Asche liegt und New York auch,
begraben ist unter Tonnen von Gestein und man sucht nach oder vielleicht unter Wasser liegt, dann wird man dann wohl auch sagen, wenn wir dann ein Hochhaus sehen, einen Wolkenkratzer, ach, das ist eine natürliche Gesteinsformation. So weit kann der sich schon verändern im Laufe der Zeit. Ja? Man muss sagen, dass die Pyramiden von, also in Bosnien, Visočica heißen die, glaube ich, die sind künstlich bearbeitet. Ja? Aber auch wieder die Seiten auf die Himmelsrichtung ausgerichtet. Also wenn das nur zwei Erdhügel sind, na gut. Man sagt ja auch, die Pyramiden wären vom Volk der Illyrer erbaut. Also die haben gelebt 1200 Jahre vor Christi, Balkanhalbinsel. Also diese von mir genannten da, Bosnien und so. Naja. Jetzt schauen wir uns mal ein Bild an. Es gibt da eine Darstellung eines Illyrer. Das heißt also, sieht aus wie ein Außerirdischer. Gibt es ganz interessante Fotos, die das vergleichen mit dem, was wir heute so als Außerirdischen sehen. Ohne Zweifel wurden die Eingeweihten von hohen Mächten, Deva-Engel und so weiter, wenn ihr die als Außerirdische bezeichnen wollt, oder Wesenheiten von anderen Ketten, die dort materialisiert haben, unterstützt beim Bau der Cheops und anderer Pyramiden, die jetzt tief unter den Wogen des Atlantischen Ozeans ruhen. Kann man so etwas bauen? Schauen wir uns mal den Beton an. Der ist qualitativ dreimal so gut wie der heutige Beton. Hört ihr das irgendwo oder sagt das irgendwo jemand? Traut sich niemand zu sagen, gibt's doch gar nicht, wir machen doch viel besseren Beton, jawohl. Wie kann man einige Jahrtausende vor Christi 18 Millionen Tonnen Beton vollständig generieren? Woher hat man das geholt, meine Lieben? Kieselsteine unterschiedlichster Größe, ja? Also da geht es um Gewinnung, Transport und Verarbeitung. Keinerlei Spuren davon. Wenn das nur ein paar tausend Jahre vor Christi gegangen wäre oder geschehen wäre, wir können aus dieser Zeit einige Spuren von Zivilisationen finden. Nicht von irgendwelchen Pyramidenbauten oder irgendwelchen Situationen, wo transportiert, verarbeitet wurde und Material gewonnen. Dann haben wir noch, meine Lieben, ein physikalisches Rätsel. Und zwar, man hat ja Experimente gemacht mit Pyramidenmodellen. Ein gewisser Herr Parr, der hat Pyramidenmodelle mit Elektromagnetismus, hat er da Experimente durchgeführt und hat festgestellt, dass eine wahre Energieblase um die Pyramide sich bildete, welche jegliche Art von Strahlung völlig abschirmte. Auch die sonst alles durchdringenden Gammastrahlen. Dieses Experiment kann man gerne nachstellen. Ist es möglich, dass die Pyramide Dimensionssprünge ermöglicht? Selbstverständlich. Zum Beispiel von der physischen Welt in die Astrale. Dazu war die Pyramide konzipiert, so war sie gebaut, meine Lieben. Das ist ein Quantensprung, ein Dimensionssprung. Schauen wir uns die Teilchenkammer an. Jeder Physiker wird gleich wissen, was ich meine. Dann, da erscheinen aus dem Nichts plötzlich Teilchen, die glänzen, so wie kleine Funken. Und sie verschwinden wieder. Wo kommen sie wohl her? Wo gehen sie hin? Sie kommen aus der Astralebene in die physische und ziehen sich wieder zurück. So ist auch unsere Existenz. Also, das ist schon ganz schwer zu behaupten, ja, die Pyramide, die wurde damals gebaut, trotz der geringen Mittel, die man da hatte. Hat jemand schon mal einen Bau vermessen, den man erst noch erstellen will und so weiter? Da fällt einem doch gleich auf, bei einer Pyramide von dieser Größe braucht man einen Bauplan.
Kontrollmessungen. Das kann man niemals von einer Ecke zur anderen gleichmäßigen Neigungswinkel hinbekommen, ja? Ganz zu schweigen davon, dass die Grate nicht mittig zusammenlaufen würden. Also wie dann viele sagen, das hat man damals nach so ungefähr angepeilt, die Pyramide, per Hand alles gemacht, ohne Plan. Das glaube ich nicht. Das macht keinen Sinn. Es wurde nie irgendeine Konstruktionszeichnung von einer Pyramide gefunden, meine Lieben. Ja? Das muss man alles bedenken. Also, vor 12.000 Jahren vielleicht, Höhlensysteme angelegt, 18 Millionen Tonnen Beton und diesen Bau dann geschaffen, einfach so? Warum sind die jüngeren Pyramiden ungenauer gebaut als die älteren? Ja, da kann man wirklich sagen, man hat später versucht, das nachzubauen. Siehe Knickpyramide und so weiter. Obwohl da auch okkulte Nachrichten sind, ja, sicherlich. Und dann kommen doch manchmal recht trickreiche Einwände. Da gibt es Leute, die sagen, einer Pyramide von Sinki könnte man die Rampentheorie beweisen. Da wurden Reste einer Rampe entdeckt. Weil ich ja davon spreche, wo sind die Reste dieser Maschinen? Und so wurden dann die anderen Pyramiden gebaut. Dazu muss man aber erwähnen, dass die Pyramide von Sinki 12 Meter hoch war. Keine 147, ja, 12. Und die stammt wirklich aus der Zeit der dritten Dynastie, 2640 bis 2500 vor Christi, etwa. Ja, Blütezeit der Ägypter? Ich glaube doch wohl nicht. Diese Blütezeit war lange davor, ja. Und von der Pyramide, 12 Meter hoch, wo man diese Reste fand, eine Rampe und so weiter, da sind gerade noch 4 Meter übrig. Aber Chephren, Cheops, Mykerinos, die stehen noch. Und da ist nicht ein einziger Hinweis darauf, dass Rampen angesetzt wurden. Weder Schutt, große Mengen, noch auf Luftbildern auftauchende Bodeneindrücke. Ich meine, das ist noch ein hohes Gewicht, wenn ich einen Stein von einer Tonne oder von 10 Tonnen, von 15 Tonnen da transportieren muss. Ja? Also da scheinen mir doch die Einwände, dass die Pyramide sozusagen ein paar tausend Jahre vor Christi gebaut wurde, nicht ganz zwingend. Ich muss ein bisschen detailliert dazu kommen, damit wir uns mehr und mehr bewusst werden, da waren keine normalen Menschen an der Arbeit, keine Sklaven. Die Pyramide war keine Arbeit von Sklaven, sondern von Eingeweihten. Natürlich waren da auch Helfer und so weiter. Aber das Ganze lief doch nicht so ab, dass man da Rampen gebaut hat und dann die Sachen da erstmal die Steine abgebaut, dann gehauen und dann transportiert und dahin und so. Das geht doch gar nicht. Da müssten Spuren sein, ja?